Hallo und guten Tag. Hier kommt der Sternstundenimpuls für den September 2023. Und vielleicht steckt dein Leben auch voller Überraschungen. Wie geht es dir gerade? Wo stehst du gerade jetzt? Wie offen bist du und wie kannst du dein Chaos sortieren? Du hörst Herzkanal Spirit, deine Reise vom Kopf zum Herzen. Ich bin Alexandra Wallhorn und hier geht es um transformierende, bodenständige Spiritualität für dich, dein Leben, deine mentale Gesundheit, deine Selbstermächtigung und dein Business. Lass uns gemeinsam strahlen und jetzt geht's los. Und wenn du jetzt sagst, hey, Alexandra, wie kannst du sagen Chaos, wie kannst du das Chaos sortieren? Dann meine ich auch so ein bisschen das emotionale Chaos, denn die letzten Monate und die letzten Jahre haben ganz viel Chaos mitgebracht. Also alles, was aufgewirbelt ist, das muss sich irgendwie neu setzen, aber hier fehlte vielleicht manchmal so ein bisschen Kraft, spontan zu handeln. Oder so ein bisschen experimentierfreudig zu sein. Vielleicht kannst du auch versuchen, dass du siehst, was möglich ist bei dir gerade jetzt in deinem Leben. Denn Chaos im Innen und im Außen, das macht ja manchmal auch so ein bisschen starr. Und wenn wir als Menschen starr sind, dann verfallen wir in so eine gewisse Ohnmacht und können uns nicht bewegen. Und super ist, wenn du, stell dir mal vor, das ist jetzt so ein ganz blöder Tipp, wenn du alle Sorgen und Ängste einfach mal über Bord schmeißt und du ganz ernst schaust, was gibt es denn, was ich neu beginnen kann? Irgendwie sieht das aus im September und ich würde hier Liebe, Beziehung, Beruf und andere Themen so mit einbeziehen, als wollte alles einen Neuanfang hinlegen. Und das ist was Gutes. Wenn du neu anfängst, willst du natürlich unbeschwert anfangen. Und ja, es ist einfach so gut, wenn du dann auch reflektieren kannst, was kannst du tun, was kannst du machen. Manchmal ist es ja so, als schüttet einem das Universum ganz viel Energie vor die Füße und wir dürfen dann gucken, wie wir damit umgehen. Und ja, stell dir mal vor, du bekommst 12 Diamanten aus der geistigen Welt. Und die 12 Diamanten stehen für die 12 Monate. Und was hat bis jetzt alles gefruchtet? Was ist gewachsen? Und was ist total lebendig? Also dann kannst du ja schauen, du kannst deine Monate reflektieren. Wir sind jetzt im Monat 9. Was war jetzt von 1 bis 9, was du schon mal sortieren kannst und vielleicht auch aussortieren kannst? Aus- und umsortieren kannst. Also, es ist so, als wollte der September einfach Ordnung machen im Innen und im Außen. Und die geistige Welt sagt, dass es um ein lebendiges Wachstum geht, dass es um Kreativität geht und auch um Fruchtbarkeit. Und Fruchtbarkeit heißt ja auch, was darf fruchten? Ja, was kannst du jetzt ernten zum Beispiel und wo kannst du neu säen? Es wird immer eine gute Entwicklung geben, wenn du gut gesät hast. Du darfst dich entfalten, du darfst deinen kreativen Aufgaben auch nachgehen und du darfst allem eine gesunde Basis geben.
Also steht der Monat voller Überraschungen, voller Lebendigkeit und auch voller Lebenskraft und Willenskraft. Also ich würde auch die Willenskraft noch mit reinnehmen. Und die geistige Welt sagt hier, dass du schauen darfst, wie kannst du dich kraftvoll bewegen. Denn in der Bewegung, in der Erlösung löst du auch. Und es geht ja darum, dass du deine Aufgaben meistern kannst. Also der Monat September steht auf der einen Seite für das Bodenständige und auf der anderen Seite. Das waren die ersten Minuten für dich zum Anhören. Du findest die gesamte Länge bei uns in unserem Produkt Dein kosmischer Kompass. Und Dein kosmischer Kompass ist dein umfangreicher Werkzeugkasten, um zu deiner wahren Größe zu gelangen, Erfolg zu haben, Glück zu fühlen. Es erwarten dich exklusive Inhalte, wie zum Beispiel die täglichen kosmischen Tipps, eine wachsende Mediathek mit Impulsen, Meditation, Durchsagen aus der geistigen Welt, immer neuen und inspirierende Themen werden kreiert. Also du bekommst kleine Seminare und vieles mehr. Wir wollen dich anleiten zur Selbstreflexion und versprochen, es tut sich was in dir. Und es ist so einfach, du musst es nur hören. Das ist grenzgenial geil. Vielleicht spürst du ja auch, dass da noch etwas Größeres in dir ist, was ans Licht will. Wir freuen uns, werde jetzt Teil unserer besonderen Herzkanal-Community und den Link zu Dein kosmischer Kompass findest du in den Shownotes. Wir empfangen dich mit offenem Herzen, wachem Geist und viel Erfahrung. Wir freuen uns auf dich, Alexandra und Armin.